Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 60 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Und heute, ja, bestimmt habt ihr schon im Titel gelesen, heute ist Folge 7. Heute geht komplett die Transferphase durch. Wir werden heute kein Spiel spielen. Ich werde heute alle 4 Spiele, die ihr hier seht, simulieren und die Transferphase komplett durchspielen. Davor aber erstmal gerade würde ich noch was machen. Und zwar wollte ich einmal das globale Transfernetzwerk aktivieren. Die Aufträge sind gelöscht, da machen wir gleich was. Erstmal hier alle Spieler, die hier sind, alle rauslöschen. Das gucken wir uns gleich nochmal an, was ich hier gemacht habe. Ich hoffe, das bleibt so auch jetzt. So, was haben wir noch so? Ja, ich hoffe, das bleibt gleich so. Erstmal drin, ne? Ja, da weggemacht. Egal, müsst gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall lösche ich hier gerade mal ein paar Spieler heraus. So, jetzt wollen wir einen neuen Auftrag machen, und zwar suchen wir jetzt mal. Moment mal. Ach so, das ist ja Position noch. Ja. Alle. Ich habe nämlich gerade nach Weltklasse gesucht. Das meine ich Weltklasse. Vertrag 0 bis 1 Jahr und das Alter. Ja, das ist eigentlich wurscht. Dann machen wir maximal 35. Wie es normal ist. Und dann, ja, haben wir hier ein paar Scouts losgeschickt. England den nach England nochmal schicken hier. So. So, sehr gut. Und als nächstes habe ich noch die Vorschläge aus den Kommentaren von den ersten beiden Folgen noch genommen. Da habe ich jetzt alle rausgeschrieben, die ich so gefunden habe. Darunter waren als neuer Torhüter, war da zum Beispiel Timo Horn noch. Ich weiß noch nicht so genau, ich habe ja gesagt, dass ich einen neuen Torhüter haben möchte. Allerdings muss ich gucken, wie Horn so für eine Wertung, was er für eine Wertung so hat, und gucken, ob ich Benali überhaupt abgeben möchte oder ob ich den überhaupt weggeben möchte. Dann Süle auf jeden Fall ist eine Option für Dante. Ist mal ganz interessant. Johannes Geis finde ich sowieso interessant, weil der hat ja letzte Saison schon so bei uns eingeschlagen. Julian Weigel finde ich auch gut. Kann man vielleicht dann Kaufoption holen. Brode wurde auch vorgeschlagen. Weiß noch nicht so genau. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihm im Spiel. Der Hut ist ganz interessant. Der entwickelt sich gut. Tolisso ist auch sehr interessant, finde ich. Leon Goretzka wurde dreimal oder so genannt sogar, glaube ich. Kimmich wurde auch mal genannt, auch interessant. Sam Khedira, weiß nicht, ob das möglich ist. Ich werde es vielleicht sogar versuchen. Presse auch sehr interessant, meiner Meinung nach. Maximilian Mayer, auch richtig guter Spieler. Ousmane Dembele ist krass. Ich habe ihn schon gespielt. Ich habe schon mit ihm gespielt und das ist so ein krasser Spieler. Und Iheanacho weiß ich nicht, weil Iheanacho den kauft sich eigentlich fast die Eder, und ich muss halt gucken, wie das läuft hier. Weil wir haben jetzt einen guten Ersatzstürmer. Ja. So viel dazu. Jetzt machen wir kurz hier die Aufstellung einmal. Ich glaube, wir lassen mal unsere Stammaufstellung halt mal wieder spielen. Komplett. So. Dann haben wir das auch erledigt. Aber Klinger wollte unbedingt spielen, das weiß ich noch. Den werden wir dann draußen lassen, drinnen lassen. Und so gehen wir jetzt erstmal in die Simulation gegen Stuttgart. Und Transfers sind erst danach. Jetzt interessiert uns erstmal der 16. Spieltag. So, jetzt geht es auch in die Simulation gegen den VfB Stuttgart in Stuttgart. Niederlage, Unentschieden und Sieg haben die Stuttgarter das letzte Mal hingelegt. Schon ein bisschen Angst. Könnte natürlich, ja. Heise mit dem 1:0 für Stuttgart. Schürrle mit dem Ausgleich. Vielleicht bewirkt der Ausgleich was. Kostic mit dem 2:1. Naldo verletzt sich schwer, muss sofort ausgewechselt werden. Gentner mit dem 3:1. Und es wird ein 4:2 und Naldo verletzt sich. Wie lange ist Naldo verletzt? 8 Tage. Okay, das geht noch klar. Wir haben allerdings 2:4 verloren, was natürlich nicht so schön ist. Und wir haben hier ein paar, ich glaube, Abschlussberichte hier. Horn zum Beispiel. Jetzt, Moment mal. Achso, das ist ein Akteur aus Deutschland. Niklas Klinger, danke für die Chance. Okay. So, Carvalho. Können wir einfach mal alles simulieren hier. Gucken wir mal. Das ist ganz durchschnittlich, da bin ich mir zufrieden. Unsere Mannschaft haben wir leider verloren. Klinger natürlich jetzt vorm runter. Vielleicht lag das auch an ihm, aber ich glaube eigentlich kaum. Benaldo kommt wieder auf jeden Fall rein. Die möchte ich jetzt nicht komplett außen vor lassen hier. Und dann geht es jetzt sofort in die Transferphase hinein. Okay, herzliches Wiedersehen für die Davi, das stimmt wohl.
Und Diego Benaglio möchte diesen Verein verlassen. Ich gehe. Ich habe genug und fühle mich hier einfach nicht wohl. Wollen wir gleich weiterlesen. Gut, er haut ab. Dann willst du doch was mit Timo Horn, wenn er unbedingt weg will. Alles klar. Hier laufen ein paar Verträge aus, aber leider sind mir die Spieler ein bisschen zu alt. Ich weiß, ich habe es alt eingestellt, aber ein bisschen jünger könnte es doch schon sein. Und tatsächlich möchte dann der Wert Herr Benaglio gehen und wir werden wahrscheinlich Timo Horn holen, wie es hier aussieht. 81, das sieht sehr solide aus. Müssen aber erstmal Benaglio auch verkaufen. Wir haben hier noch den Abschlussbericht von Niklas Süle. 79 ist voll im Rahmen. Können wir versuchen, mit Dante irgendwie zu tauschen. Neuseeland möchte ich nicht so gerne trainieren. Auch nicht so weit oben in der Weltrangliste. Dann haben wir noch aktuell aus Frankreich. Ein Kulu haben wir hier. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Verteidiger. Zlatan Ibrahimovic. Ich weiß nicht. Das ist erstens super unrealistisch. Zweitens hatten wir ihn in Bayern schon mal in Winterpause verkauft. Gekauft. Für Ablöse frei. Und drittens. Nö. Habe ich gar keine Lust drauf. Da finde ich einen Kulu schon viel interessanter. Den könnten wir dann ja zur Winterpause, zum Sommer dann verpflichten. Ist schon interessanter. Aber für mich jetzt gerade in dem Moment einfach nicht. Weil wir haben hier, wie ihr seht, zwei gute Stürmer. Volland, der auch noch im Sturm spielen kann, das ist eigentlich ein Traum. Eigentlich brauchen wir keinen Stürmer. Und jetzt beginnt es auch, die Transferphase. Hier nochmal das Scouting-Abschlussbericht zu Kelechi Iheanacho. 72 möchte ich ungern haben. Wir brauchen einfach keinen Stürmer. Joshua Kimmich mit der 73, okay. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Aktuell ist Spanien. Thiago und Figuli. Thiago ist schon wieder ein Stück zu alt. Figuli ist ganz interessant eigentlich so fast. Werde ich dann mal schauen. Wir haben noch einen monatlichen Scouting-Bericht. 75. Ah, das ist alles zu schlecht. Der ist ganz gut, der scheint ganz gut zu sein. Jordi Bertaccini. Und der Thomas Cavazel ist auch jetzt nicht so interessant. So. Wir werden jetzt erstmal kurz auf unsere Transferliste schauen, ob wir noch jemanden... Wir haben noch jemanden auf der Transferliste, zum Beispiel Christian Trash. Jetzt müssen wir auch noch Benaglio draufsetzen, weil er ja unbedingt weg will. Castells halt, ne? Castells ist ein richtig guter, den werde ich auch behalten, weil einer hat auch geschrieben, dass ich Donnarumma auf keinen Fall holen soll, weil sich den einfach jeder holt. Deswegen werde ich das nicht tun. Ich werde Donnarumma nicht verpflichten. Dante werde ich jetzt auf die Transferliste setzen. Einfach nicht. Das ist einfach. Der spielt einfach nur scheiße, finde ich. Also, wenn ich jetzt mal, hau ich jetzt einfach mal ganz ehrlich raus. Ich mag. Also, er spielt nicht gut. Ja. So. Sonst. Kalejuri Schürle, das bleibt auf jeden Fall so. Virinha rechts, Verteidigung. ASQS möchte ich jetzt doch vielleicht mal eine Leihe raushauen. Für ein Jahr. Carvalho, Giavugi sind erstmal gesetzt so lange. Arnold ist noch da. Didavi, Draxler. Rodriguez ist hier auch noch verliehen. Doncor soll noch verliehen werden. Kruse, den wollte ich abgeben. Tatsächlich. Er war das. Das war ich. Soll ich das jetzt echt mal? Er hat eine großartige Form. Ist sehr glücklich. Ich könnte ihn austauschen. Ich könnte einen neuen holen. Ich bin echt nicht zufrieden mit Kruse. Bin ich ganz. Zau jetzt einfach mal so raus. Batshuayi Morata natürlich, das kann natürlich so bleiben. Volland dann noch, falls da irgendwas passiert. Das ist super. Dish ist super. So. Jetzt geht's darum, einen zentralen Mittelfeldspieler zu holen, der auch offensichtlich. Also Timo Horn müssen wir erstmal holen eigentlich, wenn wir Benaglio verkaufen. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal, keine Ahnung. Ich kann natürlich auch einen Tausch versuchen, ne? So ist ja nicht. Wieso Diego Benaglio im Tausch? Ob das vielleicht klappt. Auf jeden Fall bräuchten wir dann Süle. Würde ich dann für Dante nehmen. Würde ich jetzt auch einfach mal einen Tausch anbieten. Mit Dante und Süle. Das würde ich machen. Dann hätten wir noch Johannes Geis, aber ich brauche jetzt eigentlich einen, der auch noch mit offensiv spielen kann. Das ist, glaube ich, Tolisso. Ne, der kann defensiv eher. Goretzka auch, glaube ich. Joshua Kimmich wäre ja nee, auch defensiv. Aber irgendwie hatten wir noch einen offensiveren hier. Ja, vielleicht Resse noch im offensiven Mittelfeld mitwirken. Nee, auch nicht. Maximilian Meyer hätten wir noch, aber ich möchte eher noch so ein. Ja, wie soll ich sagen?
Ja, er zum Ousmane Dembele, der kann zentral offensives Mittelfeld. Ja, so einen dann. Also den möchte ich auf jeden Fall haben. Ich warte noch kurz den. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch dauert. Auf jeden Fall warte ich noch den Scouting-Bericht ab. Und dann werde ich mal schauen. Auf jeden Fall Torwart haben wir jetzt gesorgt. Dann haben wir für einen Innenverteidiger gesorgt. Und dann fehlt halt nur noch echt dieser zentral offensive Mittelfeldspieler, der durch Kruse dann weggeht. Für uns. Da müssen wir nochmal schauen. So wird es dann auch erstmal sein. Und dann werde ich jetzt erstmal kurz auf weitergehen. Mal schauen, was der Dembele für eine Wertung hat. Aktuell ist es England. Ist hier vielleicht noch ein Offensiver dabei. Sandy Cazorla, der ist aber viel zu teuer. Die sind halt alle Vertrag ablaufen, ne? Oder? Ne, gerade nicht. Ja, Touré. Okay. Ja, gut, ne? So. Ich guck nochmal ganz kurz, wie lange jetzt noch der gute Dembele braucht. Frankreich. Noch 4 Tage. Toulouse auch noch 4 Tage. Kudu weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Wollen wir mal behaupten. Wir können doch einfach mal für den Kulu einfach mal auch ein Tauschangebot machen. Wir könnten natürlich auch einen Vertragsablauf verpflichten, ne? Dante im Tausch, das könnten sie sogar annehmen. So. Figuli ist auch noch Vertragsablauf zu holen. Ist natürlich ein ultra interessanter Spieler. Hat aber viel zu viel Gehalt für uns. Ist einfach zu groß hier. Wir werden mal Budgeterhöhung anfragen. 7 Millionen. Champions League Qualifikation. Und hier das. Ja, doch schon das Halbfinale. Würde ich einfach mal behaupten. Und dann werden wir mal schauen. Die Aufstellung. Ja, das passt soweit. Würde ich jetzt so beibehalten. Und dann würde ich sagen, simulieren wir gegen Hamburg. Simulation gegen den Hamburger Sportverein. 2 Unentschieden und Niederlage hier in den letzten Partien. Dante kriegt erstmal rot, geil. Naldo macht das Tor. Und ich hätte es einfach mal schnell gemacht. Und tatsächlich Morata wieder doppelt durch den Elfmeter. Draxler auch nochmal 2 Dinger. 5-0 haben wir den HSV abgefertigt. So muss das sehen. So muss das. So geht das. Mein Gott, so geht das. Draxler jetzt wieder in Aubameyang ein bisschen rangekommen mit 9 Toren. Auch schön. Wir sind weiter auf einem guten Kurs hier in der Bundesliga. 2. Platz. Das läuft. Wir haben Transferangebote. Für Michy Batshuayi. Den möchte ich gar nicht abgeben. Höchstens für 40 Millionen. Dann würde ich ihn ziehen lassen. Aber auch weniger nicht. Carvalho auf keinen Fall. Perfekter Spieler für uns. Wir kriegen tatsächlich 7 Millionen nochmal vom Vorstand. Das ist natürlich krass gut. Dante wird gesperrt. Moritz Sprenger möchte mehr spielen. Das kann ich nachvollziehen. Oh, wir könnten mal hier Spielentwicklung machen gleich. So. Köln. Timo Horn auf 21,5 erhöhen und auf 12 erhöhen. Wir erhöhen einfach mal auf 6. 6 Millionen und Dante bei Süle vielleicht. Und hier auf 10 Millionen Benaglio können wir uns beide holen. Aktuell aus Deutschland nochmal. Henrik Mkhitaryan, Mario Götze, Frank Ribery, Kündoran. Warum die hier aufploppen? Ich wollte eigentlich, dass die halt wegen dem Vertrag ablauf da. Aber deswegen sind die nicht hier. Ja, ist natürlich interessant hier. Wir werden nochmal abwarten. Und André Schüller möchte über sein Gehalt sprechen. Das können wir gerade mal tun. Wir haben gerade Geld bekommen. Hauptsache, der möchte nicht viel zu viel haben. Er möchte 40.000 mehr. Das ist schon nicht wenig, aber ist noch im Rahmen. Gehen wir auf essentieller Stammspieler. Ist er ja bei uns eigentlich. Ich würde gerne jetzt mal Kruse verkaufen. Hätten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld noch zur Verfügung. Jetzt machen wir Training wieder. Wo dann denke ich auch Timo Horn zustoßen wird zum Training, dass wir den auch noch hochkriegen. Weiter geht's. Wir haben Spieler verkauft. Achso. Resse. 78. Nicht schlecht.
Behalte ich mal im Auge. Ousmane Dembele, da ist er jetzt zum Beispiel. Der hat eine 74er-Wertung. Ich weiß, dass er sich ordentlich steigert. Deswegen werde ich jetzt versuchen, ihn zu holen. Der Transfer scheint möglich. Das würde mich jetzt interessieren. Ich gehe jetzt auf 5 Millionen mal. Die haben irgendwie mehr Geld gekriegt, kann es angehen. Niemand verkauft oder so? Haben die Benaglio jetzt verkauft oder was? Spieler, ja. Ein FC Arsenal, wow. Batray, 31,5 Millionen bieten die nochmal. Ui. Ich gehe nochmal auf 38,5. Ist sogar schon ordentlich, was die da bieten, ey. Möchte ich mal meinen, ne? Ist schon ganz ordentlich. So, Olympique Marseille, Nicolas Nkulu. Würden sie da gehen lassen? Wird aber eher auf den Deutschland gehen. Johannes Geis, was hat der so? Der hat eine 79er-Wertung, alles klar. Goretzka 77, Meier 79. Sieht auf jeden Fall ganz ordentlich aus, alles hier. Werde aber kurz alles mal löschen hier. So. Defensiv werden wir uns mal für die nächste Saison aufheben. Und hier gehe ich jetzt einfach mal auf 8 Millionen hoch. Vielleicht wird das noch was. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt endlich gerne Kruse verkaufen. Das wäre mir doch echt ganz lieb. Weil jetzt haben wir das Problem, dass Horn jetzt ganz ohne Benaglio im Angebot ist. Das ist natürlich schade. Wie haben wir hier so? Haben wir da einen Torwart bei? Nee. Kühn Castells möchte da gerne spielen auf der Position. Das. Eher nicht. Aber jetzt brauchen wir unbedingt den neuen Torhüter. Horn, du musst jetzt kommen. Du musst jetzt kommen. Ich biete jetzt mal seinen Marktwert. 20 Millionen. Also da wäre ich den doch schon ganz verbunden, wenn der jetzt mal kommen würde. Wäre schon mal nicht schlecht. Transferangebot für Carlos Asquez, Freiburg, leiht ihn ein Jahr, das finde ich gut. Da schnuppert sich schon nach Spielpraxis. Akzeptiert von Süle 6 Millionen und Dante, das heißt, überrascht mich jetzt ein bisschen gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es freut mich. 4 Jahre, jo, er ist ja der Stammspieler, ganz klar. Bei uns ist er das. Irland. Gut, wieder einen Tag weiter, wieder 4 neue Nachrichten. Turin mich über 36 Millionen. WTF. Wieso kann. Ich kann ihn noch nicht. Ich kann ihn noch nicht holen. Das ist, wundert mich gerade. Ne, Süle haben wir jetzt. Also das ist jetzt nicht mehr wegzunehmen hier. So, Batshuayi 36 Millionen. Da kann man echt schon überlegen, ob man das nicht annimmt, weil wir haben richtig viel Geld. Ich nehme das jetzt an. Ich nehme jetzt 36 Millionen für Michy Batshuayi an. Einfach weil das echt krass aussieht. Und boah, ich habe den für weiß ich nicht wie viel geholt. Und oben steht ja auch zwischen 24 und 30 Millionen. Und das ist weit drüber. Deswegen hat sich Turin jetzt den Transfer hier verdient, meiner Meinung nach. Dembele müssen wir noch erst in der Sommerpause holen. Das ist egal. Das ist auch egal. Wir haben jetzt Süle. Nehme ich einfach mal so an. Das ist krass. Batshuayi ist weg. Brauche ich mir noch einen neuen Stürmer. Aber ich werde jetzt erstmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. So, dann geht's auch weiter in der Transferphase hier. Kurzer Schnitt. Ja, wir brauchen einen neuen Torwart. Wir haben jetzt Michy Batshuayi gerade für 36 Millionen verkauft. Schon ein bisschen Geld, muss man einfach mal so sagen. Und jetzt bräuchten wir eigentlich nochmal einen Zentraloffensiven. Und einen neuen Stürmer brauchen wir ja auch noch. Wir brauchen jetzt echt noch ein bisschen was. Wir bräuchten jetzt einen, ich weiß nicht, ich habe jetzt, wen könnte man jetzt als Stürmer holen? Wir haben halt jetzt eher Nacho noch auf der Liste, aber den, na, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie so einen, vom Milan ist der, glaube ich, Bayern Young. Allerdings nicht so krass interessant. Ich würde eher einen deutschen Stürmer einen Jungen holen, aber ich weiß nicht, da gibt's halt nur Timo Werner zum Beispiel, ne? Den könnte man mal überlegen zu holen. Der ist auf jeden Fall mal ganz interessant. Timo Werner, da ist er. Mache ich mal eine Anfrage raus, weil er hat eine schlechte Form. Vielleicht können wir die da hochpreschen. Timo Werner.
Und dann noch einen Zentraloffensiven, der mir jetzt noch einfallen müsste. Da werde ich noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht guck mal meine Liste hier rein, mein Schlauer. Zentraloffensiver Mittelfeldspieler, Max Meyer halt, ne? Der ist ja auch gewünscht worden. Da werde ich mal eine Anfrage machen. Götze ist zu krass, zu teuer. Kimmich geht nicht. Wir müssen halt jetzt noch ein paar Spieler holen, ne? Ganz halt eindeutig. Gehen wir erstmal hier weiter. Wahrscheinlich dann vielleicht Max Meyer holen. So, Timo Werner, Max Meyer haben wir nochmal. Timo Werner 8 Millionen, da gehe ich mal auf 5 runter, tatsächlich. Vielleicht können wir ein bisschen hochpushen hier. Dann haben wir noch 25 Millionen für Max Meyer. Gehen wir mal auf 15, so. Köln. Die wollen 38,5 für Horn haben. Ich gehe mal auf 26. Möchte nicht ultra, das ist ganz schön viel, ey. Hier haben wir noch was. Hier haben wir jetzt noch ein paar Torhüter eigentlich. Benoit Costil ist natürlich auch interessant. Da habe ich mal eine Anfrage raus. Die anderen beiden sind mir ein bisschen zu alt schon. Aber Costil ist natürlich auch sehr interessant. Ich glaube, der hat einen 81 oder so. Bin mir nicht sicher. Aber auch sehr interessant, der Spieler. Der Torwart. Würde ich auch nehmen. Bibbe, Zitze, D. Alles klar. Weiter geht's. Bayern holt sich Özil. Transferangebot für Michy Batshuayi schon wieder. Das wird wohl nur nichts mehr. Süle. Was ist mit Süle jetzt eigentlich? Ich habe doch eigentlich hier, Süle läuft doch gerade, oder nicht? Ja, Süle. Spieler wartet. Fahndungsstand, Spieler prüft. Ja, der sollte dann auch mal schneller prüfen ein bisschen. Batshuayi. Das ist erstmal abgelehnt, weil wir den schon verkauft haben. Ich hoffe, das wird auch was. Hat akzeptiert. Spielt Gespräche, führt Gespräche. Benoit Costil 22,5. Hört sich besser als 38,5. Gehen wir mal runter auf 16,5. Wenn das mit Horn zu teuer wird, dann hole ich Costil. Weil der entwickelt sich auch nicht schlecht. Niklas Süle, da haben wir ihn doch endlich. So, Niklas Süle können wir auf jeden Fall schon mal begrüßen bei uns. Das freut mich doch. So, da haben wir noch Transferangebot für Morata. Das werden wir ganz dankend ablehnen und auch künftige Angebote da sagen. Unseren Topstürmer gehen wir ganz sicher nicht ab. Süle ist jetzt bei uns. Der steht auch hoffentlich direkt in der Startelf. Das tut er auch. Haben wir noch die 4 frei? Bestimmt, oder? Ja, ja, haben wir. Gut, gehen wir nochmal weiter. AS Roma will Verratti holen. Das glaube ich nicht, dass das es wird. Timo Werner 5,5. Und Batshuayi geht nicht zum FC Turin. Da haben wir nämlich die Wurst jetzt hier. Das ist aktuell aus Spanien. Okay. Wo ja auch ein interessanter Spieler. Timo Werner. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Vicky Batshuayi wechselt doch nicht. Timo Horn. Wurde akzeptiert hier. 4 Jahre essentieller Stammspieler. Jojojo. Abgebrochen einfach mal. Ich muss Kruse jetzt verkaufen, sonst wird das hier nichts mehr mit den ganzen Transfers. Sonst wird das nichts mehr. Kevin Volland. Das könnt ihr gleich vergessen. Nee, nee. Den lasse ich nur in meiner Leiche gehen. Ja, Timo Werner ist weg jetzt sowieso. Max Meyer. Ja, wir müssen Kruse verkaufen. Kostet 22,5. Nee, dann mache ich mal 19,5. Haben wir noch 5 Millionen übrig. Oh Mann, ey. Komm, Kruse. Da muss jetzt ein Angebot für Kruse kommen. Ja, Timo Werner, ich weiß. Den will jeder haben. Ah, trotzdem ein Angebot für Kruse. Nee, Maxi Arnold. Können wir natürlich auch gehen lassen. Hätten wir nur noch einen Zentraloffensiven weniger. Na, sagen wir, wenn die mir jetzt 20 Millionen geben, gebe ich ihn ab. Dann hätten wir nämlich das Geld, dann lassen wir Kruse nämlich nicht gehen. Max Meyer, ja, ist egal. Weiter. Training nicht vergessen. Timo Horn akzeptiert. Mir fehlen die finanziellen Mittel. Ach, Mann, ey.
echt blöd. Wenn wir jetzt Trash oder so verkaufen würden, das wäre echt perfekt. Oder Benaglio für mehr Geld. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich Arnold verkaufen. Startra. Okay. Max Kruse Angebot. Ich werde jetzt 20 Millionen fragen. Ich hoffe, die lehnen nicht sofort, aber machen wir, wenn, dann erstmal ein Gegenangebot. Ah, der hat so eine großartige Form. 20 Millionen dafür wäre nicht schlecht. Wenn jetzt natürlich auf die für Arnold. Ja, genau das habe ich nämlich gerade erwartet, dass jetzt die für Arnold das auch akzeptieren, die 20 Millionen. Wäre schlecht. Ah, nee. Und Kruse natürlich auch. Was zum Teufel, ey? 2x20. Wow. 40 Millionen dazu. Jetzt kann man natürlich eins machen. Und anstatt jetzt zwei Zentraloffensive zu holen, holen wir jetzt noch einen defensiven Mittelfeldspieler dazu. Und das wird dann unser guter alter, wenn ich nur wüsste, wo er ist, Johannes Geis. Unser guter alter Johannes Geis. Ihr kennt Johannes Geis. 17 Millionen für Johannes Geis. Ist sehr glücklich, hat aber eine schlechte Form. Bei uns dann nicht mehr. Johannes Geis bin ich total interessiert dran. Und wir warten jetzt, bis wir die 40 Millionen dann auch hoffentlich kriegen. Dann abgegrast. Polen will uns haben. Nee. So, hier müssen wir, dann machen wir einfach mal ein geiles Angebot. Auch wenn ich ihn, weißt du, was der eine Gehalt haben will, ey. Wenn wir Timo Horn jetzt schon kriegen können, holen wir jetzt den auch. Aber erstmal geht's jetzt in die Simulation gegen Frankfurt. Und wir haben, ja, in der Defensive sind wir ein bisschen geschwächt, muss einfach mal so sagen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier nochmal was dann aus den Transfers rauskriegen. So, Simulation geht weiter. Gegen Frankfurt, in Frankfurt. Ich werde jetzt ein bisschen schneller machen. 1-0 gewonnen. Batshuayi, den wir eben gerade noch für 36 Millionen Euro verkaufen wollten, trifft hier mit zum 1-0. 3-0, Spieler verkauft, 17 Millionen dazu und Spieler verkauft und nochmal 17 Millionen dazu. Johannes Geis akzeptiert und wir werden jetzt erstmal ihn hier annehmen. Timo Horn ist unser neuer Torhüter. Das ist natürlich gut. Und wir werden jetzt noch versuchen, Johannes Geis zu verpflichten. Jetzt hat er auch eine gute Form wieder. Er wird natürlich, ich mache erstmal wichtiger Stammspieler, 90.000. Alles klar. Team Horn. Trotz des allem bräuchten wir jetzt noch einen zentral offensiven Mittelfeldspieler. Da gehe ich einfach mal ein bisschen. Da kenne ich irgendeinen. Mir fällt der Name nur gerade nicht ein. Spielt er nicht irgendwie bei Real oder so? Mal ganz schnell gucken. Die Folge ist schon, glaube ich, ultra lang. Aber das ist halt die Transferphasenfolge. Ich gehe mal ganz kurz zu Real. Ich glaube, das war so. Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein. Das war hier der gute Ødegaard natürlich. Ist natürlich, aber er holt auch wahrscheinlich irgendwie jeder, gefühlt. Deswegen werde ich es nicht tun. Nee. Ich werde jetzt einen. Ich gucke hier gerade mal die Topclubs durch, ob da nicht irgendwie so ein Wow-Talent irgendwo wartet. Mittelfeld, Zentraloffensiv, Gonçalves, Kapturm. Hier jetzt nicht unbedingt. Gehen wir mal gerade zu Atletico. Mir fällt gerade echt kein zentral offensives Talent ein, ey. Enrique. Oliver Torres. Da könnten wir mal anfragen. Der ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Machen wir weiter. Jetzt fehlt uns natürlich hier einer. Gehen wir mal Timo Horn dazu. So. So. Timo mit einem C auf jeden Fall. Johannes Geis akzeptiert. Somit haben wir da auch einen neuen defensiven Mittelfeldspieler. Jetzt könnte man noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Jetzt haben wir Johannes Geis wieder. Das ist natürlich jetzt, wie letzte Saison, haben wir jetzt wieder Johannes Geis im defensiven Mittelfeld. Heißt allerdings, wir müssen die
die Aufstellung ein bisschen ändern. Da fällt mir auch gerade ein, wir brauchen da gar keinen offensiven Mittelfeldspieler mehr unbedingt. Aber ein defensiv... Moment mal. Ich muss gerade mal ein bisschen nachdenken. Wir können es jetzt so machen, wir haben jetzt... Wir haben jetzt so eine Aufstellung. 4-3-3. Ich meine, jetzt bräuchte ich einen 4-3-3. Nur mit zwei Defensiven. Sowas hier. Allerdings vielleicht ein bisschen mehr offensiv noch. Dass der vielleicht da hinkommt, dass der Volland da oben hinkommt und das Morata da und Schütte da. So, dann die hier ins defensive Mittelfeld kommen. Das ist ZM. Ein bisschen tiefer. Immer noch ZM. ZDM so. Nach vorne. RDM. So, dass wir das so haben. Dann kommt hier Geis rein. Die bleiben natürlich auf die Bank. So, Horn natürlich ins Tor. So, von der Aufstellung her ist das ganz gut so. Müssen wir nur schauen, dass wir das so... Dass wir jetzt, ja, nochmal kurz die Trikotnummern anschauen. Geist, die 8 vergeben, nee. Doch, ist sie. Cavalier, die 6. Das können wir Geist natürlich die 6 nicht geben. Aber das ist jetzt auch halb so wild. Da bellt er die 14 halt. Jo. Ich gebe ihm die 5. Moment mal. Komm, da hat er jetzt eine ordentliche Zahl hier. Schöne Zahl. Schäfer ist auch egal da. Geht weiter. Jetzt kein Offensiven mehr holen, glaube ich. Oliver Taus hier würde der kosten 24 Millionen. Viel zu teuer. Wir sparen lieber auf Ousmane Dembele und holen dann nochmal hier so einen Jugendscout ran. Und wir simulieren gleich erstmal gegen Köln noch. Wir haben noch eine Nachricht im Büro. Was ist denn los? 4 neue Nachrichten. Transferangebot für Batshuayi nochmal. Das werde ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt nicht mehr die Saison. Scouting Update. Nochmal ein ordentlicher Torwart dabei. So, Batshuayi möchte spielen. Und wie wir gerade sehen, spielen wir gegen Köln. Und das heißt, der Horn spielt direkt mal gegen seinen alten Verein. Ihn ein bisschen zurücksetzen hier. Der wird im linken Mittelfeld spielen. Und er im rechten. So. Glaube ich ein bisschen besser. Draxler jetzt alleine in der Mitte. Auch mal ganz interessant. Und dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir gehen in die Simulation. Ne, wir wollten noch einen schnellen Jugendscout uns holen. Wenn er gut dabei ist. Und ich nehme einfach mal den Marco Trier hier. Den schicke ich allerdings nicht nach in die Schweiz, sondern nach Deutschland. So. Und jetzt simulieren wir gegen Köln. So, geht noch weiter. Simulation gegen Köln. Jetzt einfach mal direkt reingehauen hier. Unentschieden, Niederlage unentschieden. Letzten Partien. So, wir gewinnen 4-1. Süde trifft. Draxler trifft zweimal. Batshuayi trifft. Also Süde direkt mal hier. Mit einem Tor. Ist natürlich schön. So, 3 neue Nachrichten. Bynakos hier hätte 81 gehabt. Gut, gut. Auch nicht mehr interessant. Bruno Henrique. Verleihen wir nochmal 2 Jahre an 1860 München. Alles klar. Dann, Batshuayi bedankt sich, dass er spielen durfte. So. Und immer weiter. Özil hat ja Özil hat Bayern geholt. Genau, Özil hat Bayern geholt. Wir gucken mal ganz kurz, wie es hier bei uns aussieht. Wir haben wahrscheinlich wieder die meisten Transfers hier. Wo sind wir dann? Da sind wir gewesen. Jo, wir haben 3 Leute geholt und ein paar auch weggegeben. Aber wir haben mehr Erlös gemacht als Ausgaben gemacht. Das ist natürlich gut. Putaro wird auch nochmal an Gallen verliehen. Der wird jetzt mit Gaudino zusammenspielen. Auch cool. Und weiter geht's. Noch 7 Stunden. Trash immer noch nicht verkauft. Könnte auch mal passieren. Ach ja. Ja. Wo man vom Teufel spricht.
Können wir nochmal ein Gegenangebot machen, dass wir Sim für seinen Marktwert noch verkaufen. Und vielleicht ist es jetzt auch passiert, dass wir jetzt auch Trash endlich mal los sind. Sind wir hoffentlich jetzt noch, dass es in den letzten 5 Stunden nochmal akzeptiert auch wird und da ist er weg. Da haben wir geholt, weggegeben. Christian Trash stand ja schon im Sommer auf der Transferliste. Hat doch kein einziges Mal gespielt seitdem. So. Da sehen wir nochmal, Leverkusen hat unseren Kruse geholt für 20 Millionen. Kruse und Arnold dann für die gleiche Summe weggegangen. Auch nicht schlecht. So, 3 neue Nachrichten noch hier. Mundesburg Jugendmannschaft. Das sieht echt gut aus, der Bertaccini. Der Juni De Peter sieht gar nicht gut aus. Aber der Bertaccini sieht anscheinend ganz gut aus. So, Spieler verkauft. Christian Trash. So, wir werden jetzt mal ein bisschen das Training umschmeißen. Wir werden jetzt mal den Vorland rausnehmen und für ihn mal den guten Bertaccini reinbringen. So. Dann für Carvalho nehmen wir rein den Süle. Und das war es aber doch erstmal. Ich würde ganz... Na, den Batschel können wir auch noch mal rausnehmen gerade. Und den Geist rein. So ein bisschen die neuen Spieler. So. Dann läuft es auch. C, 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 D. Gut. Und als nächstes gegen Schalke, also direkt auch mal der gute Geist gegen seinen alten Club. Wir wollen auch nicht zu Schottland. Moritz Sprenger möchte über sein Gehalt sprechen. Gehalt Moritz Sprenger. Dort. 6.000 Gehalt und ja, sporadischer Spieler. Gut, gut. Ausstellung ist so klasse eigentlich. Ich würde nur... Ah, ich setze mal den Geist lieber hier weiter rechts. Sonst passt es von der Ausstellung so sehr gut. Ich will mal sagen, wir gucken uns mal ganz... Ich weiß gar nicht, ob der Horn jetzt auch die 1 hat. Die 1 bekommen. Ja, hat er gut. Gut, dann sind wir auch soweit durch jetzt erstmal. Ich würde nochmal ganz gerne, damit ich nicht vergesse, den guten Morata nochmal vorne reinstellen. Sonst ist irgendjemand Wichtiges. Wir haben noch 4 Spieler jetzt insgesamt in der Reserve. Auch nicht schlecht. Also ordentlich ausgemistet hier. Ja, gefällt mir soweit der Kader. Ziemlich gut. Und ich will es einfach behaupten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Ja. Und schaut auch vorbei. Abonniert mich. Momentan 2. Läuft ganz gut. Draxler mit noch an Aubameyang dran. Und ich würde sagen, bis dann und ciao, euer Erik.